أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und hallo an alle Nicht-Muslime. Wenn doch Gott existiert, warum gibt es dann so viel Leid und Unheil auf dieser Welt? Warum lässt Gott diese Ungerechtigkeit zu? Er ist böse, es gibt nämlich sonst keine andere Erklärung dafür. Die große Theodizee-Frage. Normalerweise ist dies eine Frage, die nur Menschen stellen würden, die auch an einen Gott glauben. Eigentlich hat diese Frage für Atheisten, die Gott sowieso bestreiten und dessen Existenz ablehnen, keine Bedeutung. Dennoch ist dies für Atheisten ein Punkt, um nicht an Gott zu glauben. In dem Buch The Divine Reality bringt Hamza Tsortzis ein anschauliches Beispiel. Er sagt, als ich ein Kind war, haben meine Eltern mich immer gescholten, also mit mir geschimpft, weil ich versucht habe, den Whisky meines Großvaters zu trinken. Ihr könnt euch vorstellen, wie ein aktives und neugieriges kleines Kind seinem Großvater dabei zusieht, wie er an dieser dicken, goldenen, glatten Flüssigkeit nippt. Ich wollte auch welches trinken. Doch jedes Mal, wenn ich versuchte, das verlockende Getränk heimlich zu trinken, geriet ich in große Schwierigkeiten. Ich verstand nie, warum. Daher gingen mir negative Gedanken über meine Eltern durch den Kopf. Viele Jahre Vorsprung, jetzt verstehe ich, warum sie mir nicht erlaubt haben, den Whisky meines Großvaters zu trinken. Er hätte mich vergiften können. Ein 40-prozentiges alkoholisches Getränk wäre für meinen jungen Magen oder meine junge Leber nicht angenehm gewesen. Als ich jünger war, hatte ich jedoch keinen Zugang zu der Weisheit, die die Grundlage für die Entscheidung meiner Eltern bildete. Aber ich dachte, ich sei in meiner Negativität ihnen gegenüber gerechtfertigt. Nun, dies fasst die atheistische Haltung gegenüber Gott zusammen. Wenn man versucht, das Böse und das Leiden in der Welt zu verstehen, dies gilt nicht für alle Atheisten. Ja? Die eben erwähnte Geschichte soll das Leid und den Schmerz der Menschen, die die erfahren, auch nicht kleinreden. Also als Mensch müssen wir Empathie empfinden und Wege finden, die Nöte der Menschen zu lindern. Das Beispiel soll jedoch einen konzeptionellen Punkt ansprechen. Aufgrund einer berechtigten und aufrichtigen Sorge um Menschen und andere fühlende Wesen argumentieren viele Atheisten, dass die Existenz eines mächtigen und barmherzigen Gottes unvereinbar mit der Existenz des Bösen und Leidens in der Welt ist. Wenn er der Barmherzige ist, sollte er wollen, dass das Böse und Leiden aufhört. Und wenn er allmächtig ist, sollte er in der Lage sein, es zu stoppen. Da es jedoch Böses und Leiden gibt, bedeutet dies, dass er entweder nicht mächtig ist, oder es ihm an Barmherzigkeit mangelt, oder auch beides. Das sagen die Atheisten. Das Argument des Bösen und des Leidens ist aber sehr schwach, weil es auf zwei große falsche Annahmen basiert. Die erste betrifft die Natur Gottes. Es impliziert, dass Gott nur der Barmherzige und Allmächtige ist, wodurch zwei Attribute isoliert und andere ignoriert werden, die der Koran über Gott offenbart hat. Die zweite Annahme ist, dass Gott uns keine Gründe dafür geliefert hat, warum er Böses und Leiden zugelassen hat. Das ist aber nicht wahr. Die islamische Offenbarung liefert uns viele Gründe dafür, warum Gott das Böse und Leiden zugelassen hat. Auf beide Annahmen werden wir eingehen. Nun, ist Gott tatsächlich nur der Barmherzige und Allmächtige? Gemäß dem Koran ist Gott Al-Qadir, was der Allmächtige bedeutet, und Ar-Rahman, was der Barmherzige bedeutet, was auch Mitgefühl impliziert. Der Islam verlangt, dass die Menschheit einen Gott der Macht, Barmherzigkeit und Güte kennt und an ihn glaubt. Der Atheist stellt jedoch die umfassende islamische Vorstellung von Gott grob falsch dar. Gott ist nicht nur der Barmherzige und Allmächtige, vielmehr hat er viele Namen und Eigenschaften. Diese werden ganzheitlich über Gottes Einheit verstanden. Zum Beispiel ist einer seiner Namen Al-Hakim, was den Weisen bedeutet. Da die Natur Gottes Weisheit ist, folgt daraus, dass alles, was er will, mit der göttlichen Weisheit übereinstimmt. Wenn etwas durch eine zugrunde liegende Weisheit erklärt wird, impliziert dies einen Grund für sein Auftreten. In diesem Licht reduziert der Atheist Gott auf zwei Attribute und baut dadurch einen Strohmann, wodurch er sich auf einen irrelevanten Monolog einlässt. Der Schriftsteller Elim Shahar, der das Buch The Young Atheist's Handbook geschrieben hat, antwortet auf die Behauptung, dass die göttliche Weisheit eine Erklärung für das Böse und das Leiden sei, indem er sie als intellektuellen Ausweg bzw. Rückzieher bezeichnet. Er sagt, das Problem des Bösen verblüfft die meisten gewöhnlichen Gläubigen wirklich. Meiner Erfahrung nach antworten sie normalerweise mit einer Antwort im Sinne von, Gottes Wege sind unergründlich.
Das Leiden ist Gottes Art, uns zu prüfen, worauf man offensichtliche erwidern kann, warum muss er uns auf so böse Weise prüfen, worauf sie dann wiederum antworten, Gottes Wege sind unergründlich. Sie verstehen, was ich meine. Das sagt Allen. Nun, Allen begeht wie viele andere Atheisten den Trugschluss, das Argumente ad ignoratium. Er argumentiert aus Unwissenheit heraus. Nur weil er keinen Zugang zur göttlichen Weisheit hat, heißt das nicht, dass sie nicht existiert. Diese Argumentation bzw. Logik ist typisch für Kleinkinder. Viele Kinder werden von ihren Eltern für etwas ausgeschimpft, das sie tun möchten, wenn zum Beispiel zu viele Süßigkeiten zu essen. Die Kleinkinder weinen oder bekommen einen Wutanfall, weil sie denken, wie schlecht Mama und Papa sind. Aber das Kind erkennt nicht, dass die Weisheit hinter ihrem Einwand steht. In diesem Fall sind zu viele Süßigkeiten schlecht für die Zähne. Darüber hinaus missversteht diese Behauptung die Definition und Natur Gottes. Da Gott transzendent, wissend und weise ist, folgt logischerweise, dass begrenzte menschliche Wesen den göttlichen Willen nicht vollständig begreifen können. Auch nur davon auszugehen, dass wir die Gesamtheit von Gottes Weisheit voll erfassen können, würde bedeuten, dass wir wie Gott sind. Das wiederum würde die Tatsache seiner Transzendenz zurückweisen oder implizieren, dass Gott wie ein Mensch begrenzt ist. Dieses Argument findet bei keinem Gläubigen Zuspruch, weil kein Muslim an einen geschaffenen, begrenzten Gott glaubt. Es ist kein intellektueller Ausweg bzw. Rückzieher, sich auf göttliche Weisheit zu beziehen, weil es kein Verweis auf irgendetwas Mysteriöses, Unbekanntes ist. Vielmehr versteht es wirklich die Natur Gottes und zieht die notwendigen logischen Schlussfolgerungen. Wie ich bereits gesagt habe, hat Gott das Bild und wir haben nur einen Pixel. Obwohl ich die Besorgnis und den Schmerz über das Leid, das anderen fühlenden Wesen zugefügt wird, mitfühlen kann, leiden einige Atheisten an einer verschleierten Art von Egozentrismus. Das bedeutet, dass sie sich besonders bemühen, die Welt nicht aus einer anderen Perspektive als durch ihre eigenen Augen zu sehen. Dabei beginnt sie jedoch eine Art emotionalen oder spirituellen Irrtum. Sie vermenschlichen Gott und verwandeln ihn in einen begrenzten Menschen. Sie gehen davon aus, dass Gott die Dinge so sehen muss, wie wir die Dinge sehen. Und deshalb sollte er das Böse auch stoppen. Wenn er es zulässt, muss er in Frage gestellt und zurückgewiesen werden. Das Problem des Bösen und Leidens argumentiert eine kognitive Voreingenommenheit, die als Egozentrismus bekannt ist. Eine Person, die so nämlich argumentiert, kann zu keinem bestimmten Thema keine andere Perspektive als ihre eigene sehen. Einige Atheisten leiden unter diesen kognitiven Voreingenommenheit. Sie gehen davon aus, dass weil sie keine guten Gründe erkennen können, die das Böse und Leiden in der Welt rechtfertigen, auch alle anderen, einschließlich Gott, dasselbe Problem haben müssen wie sie. Darum leugnen sie Gott, weil sie voraussetzen, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass er Böses oder Leid in der Welt zulässt. Wenn Gott keine Rechtfertigung hat, sind seine Barmherzigkeit und Macht nur Illusion. Ja, dementsprechend ist das traditionelle Gotteskonzept nichtig, sagen sie. Doch alles, was Atheisten tun, wird von ihrer Perspektive auf Gott überlagert. Das ist so, als würde man argumentieren, dass Gott genauso denkt wie Menschen. Dies ist jedoch unmöglich, weil Menschen und Gott nicht miteinander verglichen werden können. Da Gott absolut transzendent ist und über vollkommene Weisheit und vollkommenes Wissen verfügt. Nun könnten Atheisten das eben Ausgeführte als intelligenten Weg, das Problem zu vermeiden, beschreiben. Wenn Theisten sagen, dass Gottes Weisheit so groß ist, dass wir sie nicht verstehen können, lässt sich alles Mysteriöse mit Verweis auf Gottes Weisheit wegerklären. Dieser Einwand kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen. Doch im Zusammenhang mit dem Problem des Bösen und des Leidens ist er kein angebrachtes Argument. Der Atheist nämlich bezieht sich zuerst auf Gottes Eigenschaften, auf seine Macht und Barmherzigkeit nämlich. Doch Atheisten sollten Gott so sehen, wie er ist und nicht als Handelnde mit nur zwei Attributen. Wenn sie auch andere Attribute mitbezögen, wie etwa Weisheit, wäre ihr Argument ungültig. Wenn sie die Eigenschaft der Weisheit mit berücksichtigen würden, müssen sie zeigen, inwiefern die göttliche Weisheit mit einer Welt voller Übel und Leid inkompatibel ist.
Dies zu beweisen wäre jedoch unmöglich, weil es in unserem intellektuellen und praktischen Leben so viele Beispiele gibt, bei denen wir unsere intellektuelle Unterlegenheit zugeben müssen. Anders ausgedrückt, es gibt Situationen, in denen wir uns einer Weisheit unterwerfen, die wir nicht verstehen können. Regelmäßig unterwerfen wir uns Realitäten, die wir nicht verstehen können. Wenn wir zum Beispiel zum Arzt gehen, nehmen wir an, dass er ein Experte ist. Ist doch richtig so. Wir nehmen an, er hat Ahnung, er hat Wissen darüber. Deshalb vertrauen wir seinen Diagnosen. Wir nehmen sogar die Medizin, die er verschreibt, ohne weiter darüber nachzudenken. Dies und viele weitere Beispiele zeigen, dass der Verweis auf Gottes Weisheit nicht bedeutet, das Problem zu umgehen. Vielmehr bedeutet es, genau zu zeigen, wer Gott ist, ohne festzustellen, dass er nur zwei Eigenschaften hat. Da er der Allweise ist und sein Namen und Eigenschaften absolut perfekt sind, folgt, dass hinter allem, was er tut, Weisheit steht. Auch wenn wir diese Weisheit nicht kennen oder verstehen. Viele von uns verstehen nicht, wie Krankheiten ablaufen. Dass wir etwas nicht verstehen, bedeutet nicht, dass es nicht existiert. Der Koran verwendet tiefgründige Ereignisse, um dieses Verständnis anzuerziehen. Zum Beispiel die Geschichte von Moses und einem Mann, den er auf seiner Reise traf, Al-Khidr. Moses sah, wie er Dinge tat, die ungerecht und böse erschienen. Doch am Ende ihrer Reise wurde die Weisheit, zu der Moses keinen Zugang hatte, ans Licht gebracht. Dieses wird ausführlich in der Sura Kef im edlen Koran erklärt. Das werde ich jetzt nicht weiter, werde ich darauf eingehen. Das könnt ihr selber euch durchlesen oder nachschlagen. So, Gottes Wissen ist grenzenlos und vollkommen, absolut vollkommen, während unsere Weisheit und unser Wissen begrenzt sind. Man könnte auch sagen, dass Gott über die Gesamtheit an Weisheit und Wissen verfügt, wohingegen wir nur Teile davon besitzen. Wir sehen die Dinge aus unserer lückenhaften Perspektive. In die Falle des Egozentrismus zu tappen, ist wie zu glauben, das ganze Puzzle zu kennen, obwohl man nur ein Teil gesehen hat. Insofern erklärt Ibn Kathir, dass es eine göttliche Weisheit gibt, zu der wir gar keinen Zugang haben. Neben vielen anderen klassischen Gelehrten fasst Ibn Taymiyyah diesen Punkt auch gut zusammen. Gott erschafft nicht das pure Böse, sagt er. Vielmehr liegt in allem, was er erschafft, eine weise Absicht hinsichtlich dessen, was gut ist. Für manche Menschen mag darin jedoch etwas Böses liegen. Doch dabei handelt es sich lediglich um partizielles, relatives Böses, was jedoch totales oder absolutes Böse angeht, so ist der Herr erhaben darüber. Nun, dies negiert nicht das Konzept der objektiven moralischen Wahrheit übrigens. Selbst wenn alles mit der perfekten Güte übereinstimmt und das Böse nur partiziell ist, unterminiert dies nicht das Konzept des objektiven Bösen. Wie bereits in den folgenden Vorträgen auch erwähnt, ist das objektive Böse nicht absolut, sondern vielmehr ist es auf der Basis eines speziellen Kontextes oder Variablensatzes böse. So kann etwas aufgrund bestimmter Variablen oder eines bestimmten Kontextes böse und gleichzeitig Bestandteil einer ultimativen göttlichen Bestimmung sein, die gut und weise ist. Dies ruft positive psychologische Reaktionen von seitens der Gläubigen hervor, weil alles Böse und alles Leid um einer göttlichen Absicht willen geschehen. Ibn Taymiyyah fasst diesen Punkt anschaulich zusammen. Nun, er sagt, wenn Gott, der Erhabene, der Schöpfer von allem ist, schafft er Gut und Böse aufgrund seiner weisen Absicht, sodass sein Handeln gut und perfekt ist. Henry Laws, ein französischer Orientalist des 20. Jahrhunderts, erklärt diese Position ebenfalls. Er sagt, Gott ist im Wesentlichen Vorsehung. Das Böse existiert in der Welt nicht wirklich. Alles, was Gott will, kann nur mit einer souveränen Kontrolle und einer unendlichen Güte übereinstimmen. Vorausgesetzt, dass dies aus dem Blickwinkel der Gesamtheit betrachtet wird und nicht aus dem des bruchstückhaften und unvollkommenen Wissens über die Wirklichkeit, das seine Geschöpfe haben. Es gibt Leid, das Menschen aufgrund des Missbrauchs ihres freien Willens, andere Menschen oder auch der nichtmenschlichen Geschöpfe wie Tiere oder Umwelt zufügen. Solches Leid ist von Menschen als Ursache des Leidens zu verantworten. Gott lässt den Menschen die Freiheit, Gutes und Böses zu tun. Das Leid in dieser notwendig unvollkommenen Welt wiederum ist kein Teil des Schöpfungsakts, sondern eine unvermeidliche Folge der menschlichen Wahlfreiheit zwischen dem Guten und dem Bösen. Um dieser gewollten Freiheit willen lässt Gott das Leiden lediglich zu. Das impliziert ja der freie Wille auch. Würde Gott das Leid nicht zulassen, hätten wir keinen freien Willen.
dann hätte er uns auch als Engel erschaffen können, denn sie können kein Leid oder Ungehorsam begehen. Jetzt werden einige Atheisten aufschreien und sagen, naja, was ist dann mit den Naturkatastrophen? Ne? Die Ursache dafür sind nicht die Menschen, sondern direkt Gott. Nun, wir werden in dem nächsten Video auf das Thema eingehen. Und vor allem werden wir die zweite Annahme erklären. Liefert Gott Gründe für das Leid und Unheil auf dieser Welt? Und ja, das tut Gott. Tatsächlich, er nennt uns viele Gründe, warum er überhaupt das Leid und die Ungerechtigkeit auf dieser Welt zulässt. Dies werden wir im nächsten Video erklären. In diesem haben wir die Natur Gottes nochmal korrigiert, die die Atheisten über Gott haben. Denn Gott ist nicht nur barmherzig und allmächtig, er ist auch barmherzig, allmächtig und allweise. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.